So, ahoi meine Lieben, Südkass hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge XCOM The Enemy Within. Ja, wir sind kurz vorm Ende. Ich will kurz nochmal hier auf die Fusionslanze zurückkommen. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich hatte nach der letzten Aufnahme, wo ich ja gespeichert habe, einfach mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis ich wieder so ein feindliches UFO entdeckt habe. Die Fusionslanze, oder mit der Fusionslanze haben wir so ein riesen Ding, eins mit 23 Alien an Bord, also wirklich ein großes Schiff, mit zwei Schüssen abgeschossen. Also das ist echt sehr, sehr überlegen gewesen. Weil aber zwischendurch noch ein paar andere Sachen passiert sind, habe ich diesen Speicher, oder da habe ich dann natürlich nicht gespeichert, sondern spiele jetzt von hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, dann gucken wir nochmal kurz. Ich glaube, hatte ich dem Soldaten hier schon die... Hä? Ich doch nicht, warte mal. Scharfschütze hier, du solltest die Psi-Rüstung tragen, die trägst du jetzt auch. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir die Golob-Kammer. So, sobald sie, der letzte Schritt, sobald sie das Ethera-Gerät zünden, wird jeglicher Fortschritt gestoppt. Alle Forschungs- und Gießereiprojekte werden abgebrochen. Verwundete Soldaten in der Krankenstation nicht mehr geheilt. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen, Commander? Ich habe ja gespeichert. Ja. So, Tracy. Nach jedem großen Sieg wurden wir mit immer mächtigeren Aliens konfrontiert. Nachdem wir das erste außerirdische Raumschiff abgeschossen hatten, starteten sie eine Kampagne des Terrors. Die außerirdischen Truppen wurden von einem Sektoid-Anführer befehligt, einer mächtigen psionischen Kreatur. Nach der Übernahme des Hyperwellenleuchtfeuers entdeckten wir ein verhülltes Schiff mit einer unglaublichen psionischen Macht. Nachdem wir das von dieser Kreatur beschützte Gerät hatten, tauchte ein riesiges Alien-Raumschiff auf. Wahrscheinlich befindet sich auf diesem Schiff eine noch größere psionische Macht. Wir haben die menschliche Entwicklung bereits so weit vorangetrieben. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen des nächsten Schritts. Aber unser Feind lässt uns keine Wahl. Wir brauchen eine neue Waffe. Nun zuletzt habt ihr gesiegt, wo wir gescheitert sind. Mhm. Neues Ziel. Greife das Tempelschiff an. Na dann, gehen wir mal zur Einsatzleitung. Das Tempelschiff. Das ungefähr halb so groß ist wie Brasilien. Okay. Aber wir greifen mit 6 Soldaten an. Naja, klar, das macht Sinn. So. Haben wir denn alle, die dabei sein sollten, dabei? Wir haben den Lightning, Vega, wir haben sie hier, Unterstützer. Ja, dann los. Komm, auf geht's. Was soll der Geiz? Wir erobern den Amazonas. Bereit machen zur Landung. Mit 6 Soldaten. Oh, gar kein Text dazu? Na dann los. Du hörst unsere Stimme, Neuling. Höre nun gut zu. Lange haben wir zugesehen und gewartet. So viele vielversprechende Objekte, so viele gescheiterte Bemühungen. Und nun, nach unzähligen Versuchen, erscheint der Neuling, um sich der Strenge unserer Gemeinschaft zu stellen. Physische Ausdauer, gepaart mit ebenso ausgeprägten geistigen Fähigkeiten. Eine höchst seltene Eigenschaft, die endlich
Okay, sie kann jetzt hier noch einen Riss wirken. Wir speichern erstmal ab. Da erinnere ich mich doch an XCOM 2. Das Ding ist mächtig, weil das auch alle Waffen entlädt, glaube ich. So, ja, wir gehen mal mit altbekannter Taktik vor und wir sehen nicht wirklich viel. Und schicken erstmal unsere Roboter nach vorne. Ja, wir sehen wirklich nicht viel. Begebe mich an neue Position. Das missfällt mir. Rücke vor. Rücke aus. Begebe mich auf Position. Hey, warum geht denn das jetzt hier nicht? Mach doch mal bitte einen Jetzt geht. Ziel bestätigt. So, Feldposten. Ich weiß leider nicht, wie viele Gegner hier drauf sind, aber es ist ein Riesenlevel. Habt mal keine Furcht. So, hier, Vega, du gehst mal vor. Was ist denn hier los? Wieso kommst du hier nicht rüber? Ach so, hier geht's bloß über den einen Weg, alles klar. Okay, da haben wir wen gefunden. 75%, schieß da mal drauf, bitte. Uah. Ein Treffer wäre ja nicht verkehrt gewesen. Position bestätigt. So, 57%, das wird garantiert auch nicht, oder? Oh doch, der war gut, aber nicht so gut. So, dann haben wir... Ja komm, dann lauf mal so weit, wie du kannst. Du könntest dir mit 70% einen miesen Trip verpassen, dann mach das mal. Geht doch wieder alle schief hier. Rücke aus. So, kannst du den treffen? Ja, also, geht doch. So, dann kommst du mal nach da. Feind in Sicht. Da sind noch zwei. Fuck. Los, einer von Christa. Oh! 90%, ey. Dann nimm du wenigstens ihn raus. Das gefällt mir gar nicht gut. Vor allem, weil wir da keine Deckung haben. Nimm mal bitte... Oder was hast du noch? Gedankenkontrolle. Aber auf was kannst du Gedankenkontrolle geben? Nur auf den. Das ist scheiße. Das ist mir zu doll hier schon. Da sind zwei so eine riesen Viecher. Jeweils noch mit einer Drohne, zwei Drohnen sogar dabei. Also hier müsste ich mal eine schwere Waffe reinjagen. Auch mal hier drüben. Nein, du kommst nicht ran. Scheiße. Moment, was ist mit dem Thema Rückzug? Manchmal ist der Rückzug vielleicht auch eine gute Idee. Guck mal, du könntest den jetzt erstmal mit 100% rausnehmen. So, das war ja schon mal was. Und du kommst mal dahinter.
und gehst auf Feldposten. Und du bleibst mal da vorne stehen und gehst auf Feldposten. Und Rosi geht mal dahin und macht auch einen Feldposten. Du kommst einen Schritt zurück. Bin unterwegs. So, dann lass sie doch mal kommen. Mal gucken, was passiert, ob das irgendwie Sinn macht. Jawohl. So, da haben wir einen schon mal erledigt. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, warte mal, kann ich hier kurz mal in Audio gehen und die Sprachlautstärke nochmal ein bisschen erhöhen? Ich habe das Gefühl, man speichern und beenden. So, zurück zum Spiel. So, was können wir jetzt machen? Wen sehen wir denn jetzt? Du siehst diesen dort. Dann versucht ihn mal zu treffen. Jawohl, sehr gut. Und dann kannst du nochmal. Nee, das ist jetzt Rosi. Oh Gott, oh Gott. So, Rosi, du könntest mal... Ah, der da hinten hat einen Feldposten gemacht. Warte mal, aber du könntest da eine Mine vielleicht hinfeuern. Wenn der ein bisschen näher kommt, dann kriegt er eine Mine ab. Platziere Annäherungsminen. Sehr gut. So, und mit euch da hinten, ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ob ihr den von da seht, ob das hier nicht eine Sichtlinie blockiert, hier irgendwie dieses Feld. Ich mach mich auf. Geh mal vor. Mach mal da Feldposten. Ich hoffe, das ist jetzt keine dumme Idee, aber wenn alle Feldposten machen, dann wird das doch wohl was bringen. So, und du kannst nur mit der Pistole jetzt auf Feldposten gehen. Schauen wir mal. So, der bewegt sich. Jawohl. Drohne weg und 8 Schaden gemacht. So, jetzt kommt er näher. Und jetzt gibt's anständig Feldpostenschüsse. Das gibt's doch gar nicht. 1 Schaden, 3 Schaden, daneben. Fuck, das reicht nicht. Jetzt kann der doch angreifen und... Oh, zum Glück hat er nicht getroffen. Oh, da ist noch so eine scheiß Drohne. Ja, die trifft natürlich. So, Sniper. Was hast du denn hier für eine Trefferwahrscheinlichkeit? 100%, dann... Nein! Ah, mit der Pistole! Nimm bitte die richtige Waffe. Mann... 100%, komm, dann hau den rauf, dass du Crit machst und den auch wirklich bekämpfst da. Und tschüss. So. Dann bitte nachladen. Munition nachladen.
Nachladen. Nachladen. Du auch nochmal. So, du musst nochmal nachladen und die anderen warten dann eine Runde mit Feldposten und dann gehen wir weiter. So, und jetzt speichern wir das auch mal. Die erste Runde Gegner haben wir einigermaßen gut überlebt. Nur leicht Schaden genommen. So, dann laufen wir vor hier. Okay, da ist erstmal ruhig. Bin unterwegs. Okay, bis dahin ist alles ruhig. Dann würde ich sagen, könnt ihr alle hinterherkommen. Achso, du kommst da nicht durch, oder was? So, jetzt kannst du da noch hinterher. Und falls doch einer kommt, wenigstens einen Feldposten. So, dann vorsichtig weiter. Ach, verdammt, das war zu schnell. Wie immer geht erstmal mein kleiner Panzer vor und guckt mal, was da los ist. Haben wir hier unten irgendwas? Sieht erstmal ruhig aus. Position bestätigt. Rosi, komm mal darüber, guck mal, ob da was ist. Auf dem ersten Moment sieht es ruhig aus. Hier auf der Seite, ja, hier geht es auch ein bisschen lang. Dann sollten wir auf keinen Fall weiter vorrücken. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu vorschnell, dass ich hier schon auf Feldposten gehe. Bin unterwegs. Feinde gesichtet. Na, genau das meine ich. Scheiße. Da war jetzt natürlich nicht so clever. Position Geh mal darüber. Und dann nimmst du mal... Wo ist denn der Zweite? Es waren noch zwei von denen, oder? Dann nimm mal eine Granate. Und versuch die mal dahin zu werfen. Mal gucken, ob du den zweiten damit drin hast. Der war doch irgendwo da auch in der Nähe. Jawohl. Gut, das hat immerhin noch funktioniert. Ich muss da vorsichtiger sein. Ganz einfach, weil wir uns auch nicht unbegrenzt heilen können. So, hier würde ich mal sagen, Rosi bestimmt jetzt mal, wie weit wir vorlaufen. Okay, dann kommst du und stellst dich andere Seite hin. Okay, dann haben wir da erstmal alles ruhig. Du hier hinterher. Dahin hinterher. Rücke aus. Spurtest hinterher und du bitte auch. Rücke aus. So. Und alle, die können, gehen auf Feldposten. Falls da ein Gegner auftaucht, wollen wir sie doch anständig begrüßen. Okay, so, Rosi. Rücke vor. Du gehst mal vor und schaust mal. Der Neuling muss sich einem großen Feind stellen, um ihn zu großer Enttäuschung, als sich ihre organische Frau.
Okay. In der Zwischenzeit. So, da unten haben wir noch einen. Dann kommst du mal da nach vorn. Da drüben sind auch noch welche. Verdammt. Sie flankieren meine Position. Oh shit. Oh shit. Gut, dann mach erstmal auf der Seite da klar Schiff. Mach mit. Jawohl. So, Rosi, 63, 67. Das ist beides jetzt nicht so doll. Ja, versuch mal dein Glück. Oh, der war gut. So, du könntest jetzt noch Gedankenkontrolle. 100%. Oder Panik, obwohl, warte mal, der macht mieser Trip und schalt ihn aus. Du wirst dir wünschen, du wärst zu Hause geblieben. So, dann haben wir dich noch. Dann gehst du mal bitte auf Sturm und Schuss. Gehst hier drüben in Deckung. Und dann schießen wir mit 89%. Sehr gut. So, also im Moment läuft es einigermaßen. Da kommt mal einer. Ach hey. So, dann schauen wir mal, was Riss kann. Hauen wir die mal rein. Okay, 2x5. So, kriegst du beide rein? Ja, dann los, hau da eine Granate rein. Dann sind die auf jeden Fall weg. Ich weiß nicht, ob auf der Seite hier irgendwo noch einer war von diesen Sektopoden oder wie die heißen. Darum gehen mal alle anderen hier nochmal auf Feldposten. Falls hier nämlich irgendwo einer hochspringt, dass wir hier noch 3 Schüsse drauf haben. Okay, erstmal nicht. Dann machen wir mal eine Nachladerunde, würde ich sagen. Fertig nachgeladen. Ah, ich hätte sie hier gleich noch letzte Runde ein bisschen näher holen können. Geh in Position. Dann warten wir noch eine Runde, bevor wir weitergehen. Ist halt so. Tut mir leid. Ich finde es auch schade, dass Feldposten immer auf anderen Tasten hier ist. So, dann geht's weiter. Rosi, du bestimmst, wie es weitergeht und gehst mal bitte nach dahin. Okay, erstmal ruhig. Dann kommt unser Lightning hinterher. Alles ruhig.
Bin unterwegs. Dann ziehen wir erstmal alle in den blauen Bereich hinterher. Das alle? Ach ja. Oh. So, dann geht ihr da vorne auf Feldposten. Und ihr lauft einfach alle erstmal hinterher. Rücke aus. Hier in Position. Damit ich euch möglichst dicht dran habe. So. Das macht schon echt eine eigenartige Stimmung hier. Obwohl das im Moment alles ganz gut läuft, fühlt sich hier echt nicht wohl, ja. So, jetzt sehen wir hier hinten wieder nichts. Stellen wir mal den Panzer da in Gang. Okay. Unterwegs. Begebe mich auf Position. So, keiner hat was aufgedeckt. Irgendwelche Spuren hier zu sehen? Auch nicht wirklich. So, ich musste mich kurz mal kratzen. Sorry für die kleine Pause. So, ja, dann gehen wir halt. Rücke aus. Wo rennst du denn lang? Achso, du kommst ja da nicht vorbei. Entschuldigung. So, dann geht es diese Runde wieder hier durch. Und in dem Fall, mein Schiff, du fängst an. Geh mal dorthin. Ein mutiger Versuch. Ein intelligentes Wesen von großer Loyalität. Leicht an unsere Bedürfnisse anpassbar. Dennoch, trotz aller Sie die Gabe nicht annehmen. Ein weiteres Beispiel von Verschwendung. Ist der ein Flammenwerfer? Ist er? Dann nimm den. So, hier hinten ist noch einer hinter der Tür. Dann geht ihr bitte alle auf Feldposten. Der muss ja hier irgendwie vorschauen, wenn er uns bekämpfen will. Ah, der steht gut in Deckung, da sieht er den alle nicht. Aber der feine Herr trifft nicht, das ist ja gut. Na gut. Rosi trifft auch nicht. Steht noch. Aber ist nicht so schlimm. Geh mal vor. Dann mach den kurz weg. So, und dann müssen wir aber aufpassen. Ich glaube, die Psi-Rüstung, die schützt die vor Vergiftung. Ich glaube nicht, habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Bin unterwegs. Das heißt, du kannst dahin, da dürfte nichts passieren. Mit dir sollten wir ein bisschen außerhalb der Vergiftung bleiben. Oh, shit. Da ist noch einer. Dann versuchen wir mal zu treffen. Da ist der andere Seite bestimmt auch noch einer.
Aber dann gucken wir da erst nächste Runde hin. So, alle auf Feldposten. Oh, da ist die Deckung weg. Geh doch mal darüber und schau mal. Oh nee, da ist keiner. Gut. So, dann warte kurz, dass sich hier die Giftwolke verzieht. Okay, so, dann können wir jetzt weiter. Rosi, du fängst an und gehst mal hier mitten rein. Bin unterwegs. Okay, alles ruhig. Ja, das ist auch hier wieder so eine riesen Arena hier. Oh, jetzt ruft doch irgendwer an. Verdammte Brettermeierei. Oh, ich mach mal kurz Pause. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, wir müssen hier jetzt vorsichtig agieren. Position bestätigt. Ich habe Angst, wenn ich jetzt zu weit vorrenne, dass ich da unten irgendwas aufdecke. Darum bringen wir mal alle hier hinter in Position, dass wir nächste Runde da rangehen können. Okay, so, dann Feldposten, Feldposten, Feldposten. So, die Frage ist, wen schicken wir jetzt mal vor? Geh du mal nach da. Genau das meinte ich. Ach du Scheiße. Okay, zauber da mal einen Riss hin. Alter, 16 Schaden. Wow. Das war mächtig. So, jetzt die Frage, was mache ich mit dir? Was ich mit dir mache, die stelle ich mal direkt daneben. Und dann feuerst du bitte mal auf den hier volle Pulle. So, bewegt er sich? Ich hätte vielleicht ein... Ja, er bewegt sich gut. So, damit haben wir den schon mal, oder auf der Seite haben wir für Ordnung gesorgt. Jetzt haben wir hier noch Zweier. Moment, Rosi, du kommst da bis da runter, oder? Bin unterwegs zu neuer Position. Ja, lauf da mal runter. Und nimm hier mal den zweiten Flammenwerfer. Greife Gegner mit Flammenwerfer an. Sehr gut. Bin unterwegs. So, und alle anderen gehen dann hier erstmal in Position. Das war schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich noch mal eine kurze Pause machen. Bin sofort wieder da für euch.